Geehrter Präsident, liebe Kollegen, der stationäre Einzelhandel befindet sich in einem grundlegenden Strukturwandel. In den nächsten 5 Jahren werden etwa 30.000 Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland schließen. Und dies wird sich massiv auch auf unsere Innenstädte auswirken. Zwei große Herausforderungen kennzeichnen die Situation. Zum einen steigt der Anteil des Onlinehandels immer weiter an. Und zum anderen macht der stationäre Einzelhandel 2016 nur noch 17,6% des Umsatzes aus. Zum Vergleich 2006 waren es noch 25,5%. Sehr geehrter Dr. Wissing, das Lehrabgesetz sollte ein Beitrag sein, die Attraktivität unserer Städte wiederzubeleben und zu steigern. Dies wurde 2015 auch von allen Stellen so gewollt. Lehab steht für lokales Entwicklungs- und Aufwertungsprojekt. Rheinland-Pfalz war hier gar nicht Vorreiter. Es gab Vorbilderstädte wie New York, London oder auch Hamburg, haben seit langem etablierte Business Improvement Districts, die sehr gut funktionieren. Allein in Hamburg gibt es 22 Projekte. Und diese BIDs funktionieren so. Anders als bei herkömmlichen Stadtmarketingaktionen können bei diesen Aktionen alle Gewerbetreibenden in einem Quartier zur Finanzierung herangezogen werden. Private übernehmen konkret Verantwortung, was wir unterstützen. Hiermit wird auch das Problem der Trittbrettfahrer gelöst, die nicht zahlen wollen. Gleichzeitig schaffen Lehabs eine stabile Gemeinschaft vor Ort. Die Motivation erhöht sich und dies ist auch der große Vorteil gegenüber der Rechtsform der GmbH. Nun, nach 3 Jahren Gesetz zeigt sich aber, das, was woanders hervorragend funktioniert, funktioniert in Rheinland-Pfalz überhaupt nicht. Es gibt zwar Versuche, ein Lehab zu etablieren in Mainz, Trier, Koblenz, Main, Neustadt, aber kein einziger dieser Versuche war erfolgreich. Und woran liegt's? Gleich hier um die Ecke am Neubrunnenplatz kann man es erfahren. Die Initiative verzweifelt mittlerweile am missratenen Lehrabgesetz der Landesregierung. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch Kommunen und Kammern verweigert sich Minister Wissing bis heute jeglicher Änderung. Und noch schlimmer, Minister Wissing verweigert sich auch gleich jeglicher Kommunikation. Die IHKs, die Oberbürgermeister, die Kommunalverantwortlichen möchten den Minister helfen und sie möchten den Minister unterstützen. Das Problem hierbei ist, Minister Wissing möchte sich anscheinend gar nicht helfen lassen. Dabei sollte es in seinem eigenen Interesse liegen, hier endlich eine Lösung zu finden. Das Kernproblem ist die Kostenumlage. Es gibt keine Rechtssicherheitshandhabe, wie man die anfallenden Kosten auch umlegen kann. Einerseits sollen die Einheitswerte der Immobilien Berechnungsgrundlage sein, andererseits soll der Wert von Wohnungen teils herausgerechnet werden. Und genau hierfür existiert bis heute kein valides Rechenmodell. Die Kommunen werden also wieder einmal alleine gelassen. Weder die Städte, die die Gebühren einziehen sollen, noch die Betroffenen, die die Gebühren bezahlen, haben eine Kalkulationsgrundlage. Die Landesregierung hat das Ganze zu einem Casinospiel gemacht. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer kommen nur noch weitere Bedenken hinzu. Wenn die Anwendung der aktuellen Einheitswerte bei der Grundsteuer verfassungswidrig ist, wie können diese bei den Lehrabgebühren dann verfassungskonform sein? Nach unserer Meinung müssten ganz andere Gebührenkriterien zum Tragen kommen, wie etwa die überbaute Fläche oder die Länge der Straßenfront. Um attraktive Innenstädte zu schaffen und zu erhalten, können Lehabs nur ein Baustall für vielen sein. Am wichtigsten ist, dass das Land endlich die Finanzausstattung der Kommunen entsprechend verbessert, damit diese nämlich dann in ihre eigenen Stadtzentren investieren können. Trotzdem sollten wir das Instrument Lehab nicht aufgeben, wie es die Landesregierung anscheinend getan hat. Die Bemerkung von Staatssekretärin Schmidt im letzten Wirtschaftsausschuss lassen zumindest darauf schließen, dass die Landesregierung das Lehrabgesetz klammheimlich bereits beerdigt hat. Wir fordern die Landesregierung hiermit auf, in konkrete Gespräche mit Kommunen und IHKs einzutreten und diese Debatte nicht mehr länger zu verweigern. Aussitzen ist keine Option, wenn uns die Zukunft unserer Innenstädte wichtig ist. Laut Markus Pfeffer, Geschäftsführer der BI in Gießen, ist das Gesetz in der vorliegenden Form schlicht und einfach nicht umsetzbar und, ich zitiere, nicht das Papier wert, auf dem es
geschrieben steht. Er spricht von einem regelrechten Offenbarungseid für die Landesregierung. Der Handlungsbedarf, ich komme zum Ende, der Handlungsbedarf ist akut und auch für die Leistungsbilanz bzw. die Nichtleistungsbilanz dieser Landesregierung im Bereich Wirtschaft. Unsere Innenstädte sollten es uns wert sein. Vielen Dank. Ja, geehrter Präsident, liebe Kollegen, Herr Dr. Wissing, Herr Dr. Alt. Ja, Sie haben recht. In der Tat, es ist eine komplexe Aufgabe, das Thema Wohneigentum. Das wollen wir auch gar nicht bestreiten. Sie sagen, das Thema ist für die Landesregierung wichtig. Wir fragen uns, ist das Thema für die Landesregierung wirklich wichtig? Weil der Kritikpunkt, den wir bringen, ist ja nicht, dass wir das Gesetz so oder so ändern können, dass es da verschiedene Versionen gibt, sondern unsere Kritik bezieht sich ja darauf, warum verweigert die Landesregierung den Dialog in der Angelegenheit? Das zieht sich ja durch. Wir hatten das jetzt schon mehrfach. Wirtschaftsvertreter oder Kammern kommen auf Sie zu, werden nicht berücksichtigt, sie werden nicht ernst genommen und sie beschweren sich mittlerweile auch medial hier drüber. Die Hindernisse sollten laut der Landesregierung gelöst werden. Warum dann also keine Kommunikation? Herr Ebling, SPD-Oberbürgermeister in Mainz, hat massive Kritik vorgebracht. O-Ton, das Gesetz läuft ins Leere. Es heißt immer nur, die Landesregierung arbeitet an einer Lösung. Dann arbeiten Sie auch an einer Lösung, und zwar in einem Dialog und zusammen. Und warum geschieht es nicht? Liegt es an Desinteresse? Liegt es an Überforderung oder gibt es andere Prioritäten? Wir sagen nur, die entsprechenden Fachleute stehen bereit und diese Fachleute wollen sich auch einbringen. Und Herr Wink, auf Ihren Einwurf, Kommunalfinanzen hätten mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Das ist falsch. Wenn Sie es ganz streng sehen, dann kann man so argumentieren, aber ich sage mal so, hätten die Kommunen genug Geld, hätten die Kommunen genug Finanzausstattung, dann hätten sie auch die Möglichkeit, selbst etwas zu tun und wir hätten dann eine Ergänzung zum privaten Sektor drin. Und noch ein Punkt zum Thema Trittbrettfahrer, das Sie kritisiert hatten. Der Begriff Trittbrettfahrer wurde sogar von der IHK vorgebracht und ist aus unserer Sicht durchaus ausreichend. Das heißt, im Endeffekt, sprechen Sie mit Ihren Partnern, entwickeln Sie Lösungen, entwickeln Sie Ansätze und dann kommen wir zu einer vernünftigen Diskussion und auch zu einer Lösung, die der Wirtschaft nützt. Sich aber zu verweigern und sich im Gegenzug dann hierher zu stellen und zu sagen, ja, wir arbeiten dran, während uns die Leute, die mit Ihnen arbeiten wollen, das Gegenteil sagen, tut mir leid, das ist nicht wirklich glaubwürdig.